Dirk Wittmershaus aus Walsrode. 40 Jahre, verheiratet, Vater eines 5-jährigen Jungen. Von Beruf Vermögensberater. Dirks Leben ein glücklicher und ganz normaler Werdegang. Doch es gibt eine außergewöhnliche Besonderheit in seiner Biografie. Dirk Wittmershaus ist Lebensretter. Ich habe jemandem geholfen, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, wer es ist oder was er ist für ein Typ ist. Und wir sind einfach gespannt, wie sieht er aus, was macht er, was für ein Mensch ist das überhaupt? Dirk erinnert sich. In seinem Nachbarort gibt es eine Spendenaktion. Es werden geeignete Stammzellen für einen Leukämiepatienten gesucht. Dirk folgt dem Aufruf und lässt sich typisieren. Das war 2003. 6 Jahre später kommt der Anruf, der Dirks Leben für immer verändert. Seine Stammzellen passen möglicherweise bei einem Leukämiepatienten. In einer 4-stündigen Behandlung entnehmen Ärzte Dirk das vielleicht rettende Knochenmark. Doch Dirk weiß erst nicht, ob seine Blutzellen tatsächlich geholfen haben, ob der unbekannte Patient wirklich überlebt. 2-3 Wochen später kam der Brief von der Mutter, von dem Stammzellenempfänger, wo sie sich halt anonym bedankt hat, dass ich das gemacht habe, dass sie so froh und glücklich sind, dass sie jemanden gefunden haben. Und ich hätte mir auch fest vorgenommen, da antwortest du drauf. Bin bestimmt 7, 8, 9 Mal angefangen, diesen Brief zu schreiben, aber habe einfach nicht die Einleitung richtig gefunden. 2 weitere Jahre vergehen, ohne Kontakt und ohne Wissen, wie es dem unbekannten Patienten geht. Das ist die Regel für Spender und Empfänger. Heute aber weiß Dirk, sein Stammzellenempfänger heißt Markus, ist 30 und lebt. Ich freue mich so sehr, diesen Markus kennenzulernen, wie er aussieht, seine Mutter kennenzulernen, das erste Mal mit ihm zu sprechen. Wenn die beiden sich das erste Mal sehen, freue ich mich drauf. Eine Hotellobby in Berlin. Hier wartet Markus Gerlach gemeinsam mit seiner Mutter auf den Shuttle-Service zur großen DKMS-Spender-Empfängerfeier. Dort treffen sich in ein paar Stunden 25 Stammzellenspender mit ihren geheilten Patienten. Auch Markus ist dabei und trifft das erste Mal seinen Lebensretter, Dirk aus Walsrode. Es ist schwierig, zu zeigen, wie dankbar man sein kann für so etwas. Das ist ja schon eine große Nummer, dass man ein neues Leben geschenkt kriegt in dem Sinne. Und das kann man in Worten gar nicht beschreiben, wie dankbar man sein kann. Man kann, glaube ich, nur Danke sagen und das sagt eigentlich alles aus. Markus erinnert sich. Es ist der 13. November 2008. Der damals 28-Jährige geht wegen geschwollener Lymphknoten zum Arzt. Ein Routinecheck, denkt der sportliche Berufsfeuerwehrmann, der nie ernsthaft krank war. Doch dann der Schock. Die Diagnose lautet akute lymphatische Leukämie, Krebs. Ich konnte es mir nicht erklären, warum und wo es herkommt. Und so befasst war man auch nicht mit dem Thema, muss man sich erstmal, es ging vieles durch den Kopf. Wie geht's weiter? Was macht man jetzt? Was passiert jetzt? Was kann ich tun? Was wird man mit mir tun? Waren halt viele Fragen, die offen waren. Noch am selben Tag wird Markus ins Krankenhaus eingeliefert. Dort bleibt er fast ununterbrochen die nächsten 1,5 Jahre in Behandlung. Chemotherapien, Infusionen, viele Medikamente bestimmen Markus' Krankenhausalltag. In einem Tagebuch sammelt er die traurigen, aber auch hoffnungsvollen Momente seiner Leukämiezeit. Man wurde immer ein bisschen schlauer, was das für eine Krankheit ist. Und da war schon schnell klar, dass ich in einer Hochrisikogruppe eingestuft bin und dass bei mir nur eine Fremdstammzellentherapie helfen könnte, um weiterzuleben. Ohne die hätte ich keine Überlebenschance. Doch Markus hat Glück. Er findet einen Stammzellenspender, Dirk aus Walsrode. Die Transplantation verläuft gut, Markus' Körper nimmt die fremden Blutzellen an. Eigentlich bin ich wieder fast so gut drauf wie vorher, vor der Erkrankung. Mache halt noch gerne viel Sport und da fehlt noch ein bisschen was und dann bin ich wieder in alter Stärke. Ein paar Kilometer weiter beim großen Spenderempfängertreffen der DKMS. Dirk und seine Familie kommen gerade an. In einer knappen Stunde werden sie hier zum ersten Mal Markus treffen. Eigentlich einen Fremden, aber mit demselben Erbgut. Ich bin nervös, meine Frau ist nervös, mein Sohn ist nervös. Und das lassen wir uns mal überraschen. Und ich weiß nicht, wann es losgeht, aber jetzt steigt bei mir auch die Anspannung. Und ich weiß es nicht. Mir fehlen im Moment gerade ein bisschen die Worte und jetzt schauen wir mal. Hallo. Hallo. Hey.
sind wir. Ja. Immer nur vom Telefon irgendwie. Weil du nichts. Nix. Hi Felix. Ha? Das ist der Marco. Hallo Marco. Marco. Dirk, Markus und ihre Familien sind sichtlich gerührt, begreifen noch gar nicht so richtig, was da gerade passiert. Emotional unbeschreiblich, Gänsehaut und ja. Ja. Das ist ein auch am Zittern. Wahnsinnsereignis auf jeden Fall und man ist sehr überrascht. Ne? Zwei gestandene Männer, den Tränen ganz nah. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie ja. Wir sind beide, glaube ich, irgendwo so, wir müssen immer sacken lassen, glaube ich. Einfach mal schauen. Genau. Und dann, glaube ich, nachher wird es, glaube ich, nehmen wir das eh auf. Und ich zumindest. Dass ich dann sagen kann, denke ich auch. Jetzt geht's also los. War schon kurz davor, aber man hält sich schon, versucht sich zurückzuhalten. Noch Stunden später führen die vier intensive Gespräche. Und vielleicht werden aus Spender und Empfänger in Zukunft auch richtige Freunde. Dass man sich mal trifft und man telefoniert und man hat einfach Kontakt, das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, die zwei haben eine wahnsinnige Ähnlichkeit, nicht äußerlich, sondern so vom Typ her. Die Gemeinsamkeit, denke ich mal, von der Einstellung nicht aufzugeben, habe ich zumindest rausgehört jetzt bei ihm, weil wie gesagt, die Ruhe hatten wir noch nicht mit ihm oder ich mit ihm in Ruhe, mich zu unterhalten, aber eben halt immer weitermachen, ne? Nicht aufzugeben. Wo man die Diagnose gehört hat, man hat Krebs. Tod, ja, das hängt nah zusammen, könnte passieren. Aber das war nie eine Option für mich. Ich habe immer direkt gesagt, das überstehst du, egal wie. Die DKMS-Party ist längst vorbei. Die gemeinsamen Geschichten der Blutsbrüder Markus und Dirk fangen aber gerade erst an.